Ja, hi, ich sitze gerade an der Präsentation für unseren Soul-Workshop, den wir mit Voice Experience machen am Samstag, 21. März. Und damit ihr einen kleinen Einblick bekommt, was denn unter anderem so drankommt, zeige ich euch jetzt ein kleines Stückchen aus meiner Präsentation und erzähle kurz was dazu. Dazu gebe ich mal meinen Bildschirm frei. Ja, und es funktioniert, glaube ich. Genau, hier seht ihr schon mal das Titelcover und dann wird es auf jeden Fall darum gehen, uns mal die Genre ein bisschen genauer anzuschauen. Also, was gibt es überhaupt für Strömungen im Soul? Ihr seht hier ganz viele Begriffe: Uptown Soul, Memphis Southern, aber ganz bekannt natürlich Motown, Blue-Eyed Soul, ganz wichtig auch. Und dann seht ihr noch ein paar andere Unterströmungen bis hin zu einfach modernen Richtungen, Neo Soul zum Beispiel. Genau, und aus vielen dieser Bereiche hören wir uns ein paar Hörbeispiele an und ich werde ein bisschen was dazu erzählen. Und natürlich geht es darum, überhaupt, wo kommt Soul her? Hier seht ihr schon aus den 50er Jahren und es ist hauptsächlich eigentlich eine Verschmelzung von Gospel und Rhythm and Blues mit Anteilen von Blues und Jazz, genau. Oh, und ich habe hier noch einen Schreibfehler, sehe ich gerade. Genau, so ein bisschen Definition wird drankommen. Fand ich ein total schönes Zitat hier. Was ist eigentlich Soul? Darum soll es gehen. Wir werden darüber sprechen und natürlich auch sind ganz gespannt, was unsere Teilnehmerinnen davon denken, glauben, wie sie es formulieren. Finden wir schon mal spannend. Ja, und dann geht es natürlich hier auch um, ja, einfach hier Godfather of Soul, James Brown, Ray Charles, die ganze Bewegung der Schwarzen, Say It Loud, I'm Black and Proud. So ein bisschen politisch werden wir uns natürlich auch damit beschäftigen. Das kann man gar nicht ohne. Das gehört einfach dazu. Ja, ihr seht, ist schon ganz interessant. Was kommt denn hier? Ah, okay. Ist auch ganz spaßig, sozusagen, wie sich der religiöse Textinhalt des Gospels dann zu dem weltlichen Textinhalt von Soul verändert hat. Genau, vielleicht erstmal so viel dazu. Und wenn ihr Lust habt mitzumachen, ja, dann würde ich sagen, meldet euch doch an bei uns. www.voice-experience.de. Schreibt uns einfach eine Nachricht, dann schicken wir euch die Unterlagen oder guckt auf unserer Homepage. Da könnt ihr euch direkt sozusagen alles runterladen. Ja, dann würde ich sagen, bis bald. Tschüss.